Mit dem Ende der Herbstferien hat sich die Situation um die Großbaustelle an der Lossbergstraße wieder zugespitzt. Im Berufsverkehr kommt es zu langen Staus. Seit einigen Tagen gibt es eine neue Verkehrsführung an der Baustelle. Die Probleme auf der Teichstraßenkreuzung haben dadurch eher zugenommen, weil der zur Verfügung stehende Kreuzungsbereich etwas schmaler ist als zuvor. An Linksabbiegern passen die nachfolgenden Autos häufig nicht vorbei. Trotz grüner Ampel stecken gerade Ausfahrer dann fest. Zudem wird es auf der Kreuzung oft eng, wenn auch Linksabbieger von der Gegenseite warten müssen. Noch bis Ende 2013 wird an der Lossbergstraße gebaut. Danach soll die Kreuzung, die derzeit nicht einmal halb so viele Autos bewältigt wie zuvor, deutlich leistungsstärker sein.